Konnichiwa und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder in einer weiteren legendären Mori-Kampagnen-Episode. Ja, wir bewegen uns jetzt mal an die Brücke hier. Denn das wird das Schlüsselding sein gegen unsere sehr verehrten. Na, so stehe ich aber mitten auf der Brücke. Ich glaube, ich stelle mich mal lieber davor. So. Genau. Und dann schicke ich nochmal welche dahinter. Her. Genau. Hier kommt Yoshihiro, der dritte Daimyo inzwischen. Und wir gucken mal, was unsere Ninjas hier rausfinden können. Die mal langsam. Ich könnte ja glatt mal versuchen, ihn zu sabotieren. Hätte er nämlich Verschleiß. Komme ich da überhaupt durch? Jo, komme ich sogar. Ach, ich versuch's mal. Wie viel kostet mich das? Das ist es mir wohl wert. Ich kann sowieso nichts mit Zahlungen, habe ich schon nachgesehen, erreichen in diesem Fall. Bei anderen Clans. Josokabe schon mal gar nicht. Naja, war ein Versuch wert. Sehen wir es nicht so eng. Ich habe wesentlich so riesige Einkommensgeschichten wegen diesen drei Hafenbelagerungen. Das geht mir so auf die Nerven. Die kann ich bestimmt nicht auflösen, weil es eine Buhne ist. Und hier die blöden Chosokabe mussten auch noch kommen, ey. Es geht mir so tierisch auf die Nerven. Also, mein Freund, worüber wollt ihr sprechen? Die wollten es ja nicht. Die hatten ja nur, wir könnten eine Einigung erzielen. Die wollen noch mehr Geld. Ich glaube, ich spare jetzt auch nochmal. So mehr. Tatsächlich. Auf jeden Fall muss ich mich dann hier sammeln. Mit den Einheiten, die ich hier habe. Also ich werde einfach mal ein paar Einheiten rekrutieren hier. Schmied habe ich jetzt leider nicht ausgebaut, also keine Zeit dafür. Ich rechne ja mal damit, dass er hier oder hier irgendwo reinprescht. Ich werde einfach mal hier Einheiten noch rekrutieren, weil wenn da was ist, kann ich es auch gut abwehren. Die Josokabe sind ja gute Bogenmeister, das heißt, ich muss da auch Parität bieten. Okay. Wir haben jetzt auch noch fremder Wohlstand, ist natürlich gut, aber wenn das jetzt mal weg ist, könnte es Probleme geben. Wie könntet ihr mich mehr mögen? Nun gut, ich werde euch kurz zuhören. Vergeudet eure Chance nicht. Ja, ich vergeude doch nicht meine Chance. Es wäre gut, wenn die Ikuiki jetzt stärker werden, ja? Die sollen ruhig mal stärker werden. Zeit und Ehre werden vergeudet. Was wollt ihr? Noch ein bisschen Geld. Für eine Runde mehr. Oh. So viel geben sie dann doch nicht her. ...1000 kriege ich für 20 Runden. Das ist natürlich schon ziemlich viel. Friedlich, Einstellung unfreundlich.
Das passt eigentlich dann nicht zu diesem Clan, wenn er wirklich irgendwas Negatives hegt. Tragt euer unverschämtes Anliegen vor, dann werde ich antworten. Die haben auch noch mit den Shimazu gehandelt. Ich hätte es mir eigentlich denken müssen, aber andererseits heißt das ja nicht unbedingt was. Drückt euch klar aus und redet schnell. Eure Anwesenheit ist... Und man kann mal knicken. 5 Feinde, ey, das ist... Fallen mir die Jalousien zu. Tragt euer unverschämtes Anliegen vor. Sprecht mit Bedacht. Denn mein Schwert ist bereit, euch zu köpfen. Warum so feindselig? Ihr habt sowieso keine Chance. Wenn wir hier dieses Total War spielen würden, dann wäre es sogar normal, wie es jetzt gerade ist. Also hier muss ich durchkommen. Ich bin ja noch früh in der Zeit, das ist ja meine Hoffnung. Ich muss hier durchkommen, jetzt schnell. Nächste Runde müssen sie unbedingt angreifen, dann muss ich zurückschlagen. Präventivschlag quasi. Mehr oder weniger. Um was Schlimmes jetzt hier eben zu verhindern. Und hier... Weiß nicht. Da muss ich halt irgendwie gucken, dass ich das zusammenkrieg. Ich könnte ihnen ein bisschen was zahlen. Ihr seid wie ein ehrlicher Mann durch die Vordertür gekommen. Besser als ein Attentäter über die Mauer. Ich könnte ihnen was zahlen. Einmal so 100 über 5 Runden. Dass sie mich ein bisschen lieber mögen. Bündnis mit dem Feind. I have to go on. Ich kann jetzt auch nicht mehr Geld ausgeben, deswegen. Ich muss da weitergehen. Ist ja nur so grantig, weil diese unlogische Entscheidung angegangen ist, dass er mit den Shimazu zusammenbleibt und nicht mit mir. Eine dumme Entscheidung, ganz ehrlich. Wie kann man nur so? Ich weiß nicht. Ist total unlogisch. Ich war der stärkere Clan. Oh, hier kann ich was bauen. Aber ich lasse sie sparen, lieber noch ein bisschen Geld. Ich denke mal, ich werde versuchen. Noch ein paar Buhnen und so weiter zu machen. Denn ich will vielleicht versuchen, ob es möglich ist, die feindliche Flotte von den Chosokaba aufzuhalten. Auf diese Art und Weise. 2 Runden noch bis zu der Steuerreform-Geschichte. Ich bin gespannt, wir gehen aus dem Winter raus. Es sei denn, ja gut, Kishimasu wird jetzt wohl kommen. So sollte es ja auch sein. So sollte es ja auch sein. Okay. Oh, er hat eine Lunden. Oh, das kommt wahrscheinlich von den tollen Christentum-Anhängern. Er hat 3 Katana-Samurai, das ist okay. Der Rest ist, ja, das ist eine ganz gute Force, die kann man schaffen. Wir sehen uns gleich auf dem Schlachtfeld. Ich freue mich auf euch. Da sind wir. Ich habe schon mal nachgesehen und ihr könnt es jetzt hier auch sehen. Die Brücke ist da. Was mich sehr gefreut hat. Dumm ist halt, dass es hier auch noch einen normalen Übergang gibt hier. Leider. Hier gibt es zum Glück keinen mehr. Also er kann nur über 2 Zugänge kommen. Einmal über die Brücke, was natürlich am günstigsten wäre. Da würde ich mich richtig schön losen. Und hier. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er die Brücke nimmt. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, dann müssen wir uns halt noch irgendwie anders umstellen. Also stellen wir erst einmal alles, was wir hier so haben, in die Nähe der Brücke. Schon viel. Hoppala. Das sollte okay sein. Jetzt haben auch 2 Katanas hier. 7 Mann Motonari. Den 7 Mann Motonari, die... Ah ja. Der arme Kerl. Nur 6 Leute, die ihn tatsächlich hier in Schutz nehmen können. Armer Kerl. Okay. Ich habe die Palisaden vergessen, aber das macht auch nichts. Kann ich mich immer näher bewegen.
Du greifst an, vergiss das nicht. Das ist gut, er kommt schon mal auf die richtige Seite. Zeig mal, wie viel Bogenschützen hat er? Eins, zwei, zwei. Okay, er kommt mit dem Bogenschützen als erstes nahe. Schnappe ich mir am besten nur erstmal so zwei Stück. Nur in Anführungsstrichen, das sollte für den Anfang reichen. Ja, dann mache ich dahinter. Hat er mich schon direkt hier verkeilt. Der Kerl. Muss er das auch gleich tun? Jetzt muss ich mich hier so schwer tun. Das muss doch nicht sein. Eigentlich. Finde ich. Mein lieber Herr Gesangsfreund. Was rede ich hier eigentlich? Ich muss mich irgendwie ablenken von dieser Situation, wenn er versteht, was ich meine. Irgendwie muss diese elende Situation loswerden. Ihr bleibt schön da stehen. Schießt am besten mal lieber nur auf die Bogenschützen. Das ist jetzt natürlich schwer hier auszumachen. In diesem Einheitenblob. Naja, die hat den natürlich blöd hingestellt. Aus der Dichter stellen. Und ihr bleibt schön hinten. Ein bisschen fragile das Ganze hier. Ich schieße einfach mal mitten rein. Das Problem ist halt, dass sie immer sofort hinterher gehen, wenn sie was schießen wollen. Lass einfach mal nachdenken. Nee, ich kann ja noch ein bisschen warten. Nein, ich muss ja sofort hinterher gehen. Whatever. Treffe ich hier denn auch einiges? Ja, es sieht danach aus. Also es ist gut, dass auf beide Finte reingestiegen ist. Ich habe jetzt auch keine Flanke hier, was dass irgendwas Heimtückisches passiert. Sieht nicht so aus. Schön. Sieht ganz gut aus für mich. Die stehen da total überflüssig, also ziehst du mal zurück. Das ärgert mich wieder, dass die da wieder einstecken mussten. Das ist alles wegen der tollen KI. Mach die mal fertig, bitte. Durch die Yari-Wall kommt er nicht so einfach durch. Immer noch so viele hier. Oh, die Yari-Wall ist fast durch. Ich muss ein bisschen mehr Support leisten. Aber nicht zu viel, dass ich gleich getroffen werde. Da sind hier immer noch welche. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt muss nämlich die Yari-Wall halten. Sind hier schon viele auf der Brücke? Ich weiß nicht.
Sieht ganz danach aus. Wir haben eine gute Position, aber es ist schwer, die zu halten. Weil wir wirklich so vorsichtig sein müssen. Obwohl hier so. Okay, push them back. Was macht ihr da? Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber... Oh, ich kann da nicht dran zoomen. Sind zwar standhaft, aber... Das wird sich bald legen. Okay, wir sind fast durch. Gleich hinterher. Überall die Yari-Wall raus. Oh, das wird was werden. Ja, da sind wir wieder. Er hat leider noch 1007 Männer übrig. Ging. Hätte ein bisschen besser sein können vielleicht noch, aber mit Kaff wäre das richtig genial gewesen. Ja, die Bogen haben das meiste besiegt. Ich konnte halt leider nicht mehr so viele verfolgen. Das war unnötig hier, aber okay. Er schickt Nachschub. So. Okay. Interessant. Es ist so wichtig, dass wir jetzt viele Siege davon tragen. Ich merke es immer mehr. So, nur erwachsen, leider. Numbernhandel, no way. Geisel zurückgegeben, ja, und der ist jetzt erwachsen. Das heißt, wir haben einen weiteren Gen. Das ist ja auch nicht schlecht. Irgendwie. Hier könnten wir gleich mal ein Amt geben. Wir hatten noch keinen Kriegsführungsrat. Weil wir ihn aber noch nicht brauchten. Mal sehen, Finanzrat wäre nicht schlecht oder Entwicklungsrat. Widerstand, Baukosten. Ja, Finanzrat wäre nicht schlecht. Wäre mir lieber als ein Kriegsführungsrat. Genau. Das Einkommen ist nach wie vor recht okay. Ich gucke nochmal, mir ist ja noch eingefallen, es werden ja immer die verschiedenen Schachzüge in Legendär, was du hier so klickst, gespeichert. Es wird ja nicht nur am Ende der Runde gespeichert. Ist mir ganz entgangen. Das geht ja auch. So. Das heißt, wir können echt ganz gut überleiten. Wenn wir mal eine Schlacht haben. Eigenschaft erhalten, Motonari, tapfer. Ja, das ist er auch, ne? Kannst du nichts sagen. Wir könnten versuchen, die Armee hier nochmal zu sabotieren. Oder wir gucken mal hier lang. Ich wollte ja ohnehin da... Ach, ich wollte... In dem Fall ändere ich meinen Plan und gehe mal hier lang. Aha. Okay, hier hat er jetzt hauptsächlich nur noch Speerträger drin, kaum noch Schwertkämpfer. Er rekrutiert da oben nur welche. Also mal sehen, wie ist es denn um seine Stärke bestellt. Er ist immer noch stark. Iriki in Yoritaka. Yorikata. Jetzt hat er schon seine ganze Shimazu-Herde verloren. Jetzt will er trotzdem noch was machen. Ein lustiger Kerl ist das. Könnte ich ihn auch sabotieren? Echt jetzt? Nee, bin ich zu weit weg, leider. Ich könnte aber versuchen... Ja, Sabotage wäre besser als umbringen. Mal sehen, mit wem kann ich denn eher umbringen. Ja, es wäre schon gut, wenn der weg ist. Bitte töte ihn. Ach, was könnt ihr eigentlich?
Und ihn versuche ich nochmal. Ach nee, komm, den brauche ich nicht zu sabotieren, das ist doch Quatsch. Versuche ich mit ihm nochmal. Komm, also zweimal hintereinander ist unfair. Ey, echt mal. Zweimal hintereinander, ey. Are you kidding me? Wirklich. Ja, wir müssen auf jeden Fall diese kleine Armee hier vernichten. Weil die nervt. Und dann nimmt er hier wieder was zusammen. Also es wird noch eine dritte Schlacht dann geben. Ja, hier möchte ich aber erstmal wieder gerne einen Schnitt setzen. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt. Legendäre Morin, Shogo 2 Tulwur. Bis dahin sage ich mal Sayonara.